Wake Up war unsere letzte Produktion zusammen mit den Musikern von Ensemble Resonanz und Viktor Marek. Mit Wake Up haben wir die Welt nach der Katastrophe gezeigt, wo alle Menschen ausgestorben sind und die sind nicht mehr da. Und da sind einige Wesen, die den ganzen Katastrophen überlebt haben und jetzt sind sie da und die werden aufwachen. Und das ist so halt die Welt von diesen Wesen und die Wahrnehmungen und Gefühle und miteinander leben diese Wesen, die jetzt da sind. Wir haben am Anfang angefangen mit der Tierrollen Mensch und Tier und wir haben uns in der Rolle von Tier hineingesetzt und diese Übergangsphase und ganz viel Körper, Körper, Körper und durch ganz viel Körperarbeit und Körperbewegung sind die Kostüme entstanden. Ich habe eine Schnecke, als Schnecke gespielt. In dem Stück Wake Up habe ich eine Amphibie gespielt, also so ein Wesen halt. Ja, in Singen sind die ersten Kostüme entstanden. Wir hatten da noch die restlichen Kleiderhaufen von Bollyland. Und daraus, von diesen Sachen, haben wir halt dann unsere Kostüme genäht. Manche haben ein T-Shirt als Hose angezogen oder eine Hose über den Kopf gezogen und dann ein Loch reingeschnitten, dass bei den Beinlöchern die Arme durchkommen, der Kopf halt durch dieses Loch. Ja, jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Sie werden uns nicht mehr töten oder treten. Ja, wir haben es geschafft. Ja, ja, das ist gut, sehr gut. Herstellungs- und Reparaturwerkstatt.
Das geht je nach Präsenz der Performer manchmal täglich neue Kostüme. Bei meinem Kostüm, ich hatte keine Hände frei. Das war so, dass durch diesen ganzen Kissen und mein Kostüm und ohne Hände, ich hatte so einige Bewegungen, dass ich gut konnte. Also rollen zum Beispiel oder laufen auf beide Beine oder einfach auf dem Boden liegen. Ich konnte natürlich nicht alles machen und auch im Kontakt mit den anderen Wesen zu kommen durch vielleicht Kopf und nicht mehr durch Hand. Und diese Anfassen sollte durch meine Füße oder durch meinen Kopf stattfinden. Und das war auch so eine interessante Erfahrung. Als wir angefangen haben, mit den Musikern zu arbeiten und wir in Dialog gekommen sind, also Tonbewegung, 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 das war auch richtig schön, das war auch eine schöne Erfahrung, weil dieses Stück Wake Up im Vergleich mit unserem anderen Stück von Hayuso, das war mehr Bild, mehr Atmosphäre, mehr Bühnenbild und das war alles sehr Präsenz und das war für mich persönlich ganz neu und ich glaube, das war auch allgemein von Hayusom eine neue Erfahrung, die sich aufs Kostüm und so eine Arbeit mit Musikern konzentriert hat.